Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von 7 Days to Die. Wir sind in der Alpha 14.5 nach wie vor. Wir haben eine Aufnahmesession und die 11, 12, 13 und jetzt die 14. Folge. Wir haben jetzt hier in der vergangenen Folge ein wenig im Westen an Material gesammelt. Wir haben jetzt hier eine Workbench gebaut. Ich kann euch das mal zeigen. Ich habe mir die ja im letzten per Skillpunkt geholt. Man brauchte hierfür Short Iron Pipes 4, Springs 5, Forged Iron 25, Wood 50 und dann kann man die bauen. Damit kann man alles bauen, was man auch im normalen Menü bauen konnte. Und ich werde mir jetzt erstmal diesen einen Hammer bauen, diesen Claw Hammer. Und dafür brauche ich erstmal mein Forged Material. Das muss ich mal gucken. Ich habe ein bisschen umgeräumt. Ja, damit kann man besser bauen. Und wir machen auf jeden Fall Barbed Wire. Genau. Also wir brauchen mehr Eisen. Ja, wir haben jetzt 1000 drin, 1500 Clay. Da ist noch ein bisschen was da. Das läuft schon. Damit kann man gut leben. Und wir werden jetzt schnell noch, wenn wir hier die Wood Spikes anfangen mit craften. Diese Wood Spikes. So, machen wir mal 144. Wir nehmen uns jetzt noch ein bisschen Holz hier aus der Kiste. Ich habe hier ein bisschen sortiert. Jetzt nehme ich mir noch ein bisschen davon raus. Und ich brauche die Steine, genau. Jetzt machen wir hier noch mit der Workbank. Mit der Workbench. Machen wir uns auf jeden Fall noch ein bisschen die Adobes. Und da brauche ich Clay noch dafür. Fast klar. Aber das ist ja nicht so wild. So, ich brauche ein, zwei. Also zwei. Ja. Müsste so gehen. Aber ich möchte hier hinten das zumachen. Aber hier eine Tür lassen. Sodass man hier rausgucken kann. Und hier eine Tür lassen, damit man rausgucken kann. Oder ein Fenster. Bin mir noch nicht sicher. Gut. Wir werden uns jetzt mal ganz kurz eine Spitzhacke mitnehmen. Spitzhacke. Ich hatte dich da. So, die Spitzhacke nehmen wir mit. Und wir nehmen uns mit eine Schaufel. Die Pistole lassen wir tatsächlich hier, weil ich habe keine Munition mehr für die. Aber dafür haben wir Munition. So. Die Gläser. Wir können ja am Fluss vorbeilaufen. Ich muss ein bisschen selbst mit meiner Sortierung zurechtkommen. Ist immer schwierig, wenn man gerade neu anfängt mit dem Ganzen. Nichtsdestotrotz, ich mach mal Campfire brauche ich auch noch. Eine Axt brauche ich noch. Eine richtige Axt. So. Ich würde sagen, damit können wir das schon mal anfangen. Ah. Das Sand muss man erst klein machen. Gut. Alles klar. Wieder was gelernt.
brauche mal noch 10. Um nochmal schnell eine Pickaxe zu machen, weil die ist crap. Wie sieht's aus? Ja, sieht so gut aus. So, machen wir noch ein paar Woodspikes. Und hier machen wir jetzt noch ein paar Pfeile. So, legen wir noch ein bisschen von dem Clay rein. Genau. Ich versuche mal was. Und zwar, ob ich den Sand auch da reinlegen kann. Ja, okay. Machen wir so. Kann man doch machen. Iron Fire Axe Hammer. Nehmen wir noch eine Pickaxe. So. Und los geht's. In die Richtung. So, werden es markiert, glaube ich, oder? Nee, hab ich nicht. Da waren wir hin. Ich bin bewusst ein bisschen nach rechts, da waren wir nämlich noch nicht. Und werden uns mal anschauen, was das ist. Ich bin sehr gespannt. Nicht spoilern, bitte. So. Holz mitnehmen und so. Federn, Eier, Yucca. Das wird sehr wichtig später. Zombie. Den mache ich mal klein mit das mit der Axt. Den hat's weggerumst. Ach, hier waren wir schon. Okay. Ach, hier ist ja der Fluss. Genau. Da steht Gläser mitgenommen. Ja. Trotzdem noch weiter nach rechts laufen. Oh, jetzt habe ich gerade einen Leck. Streaming-Leck. So, jetzt geht's wieder. Ich stream das Spiel ja auch.
Und dann kommt alle ein paar Stunden mal so ein kleiner Leck wie gerade eben. Das ist dann nervig in dem Moment. Und danach geht's ja wieder. Merkwürdig, aber ja. Wird irgendein Latenzproblem sein. Alle paar Stunden einmal. Und dann geht's wieder. Immer die Pflanzen mitnehmen. Auch wichtig. Wir wissen ja, wir brauchen die zum Heilen. Haben wir uns schon mal den Arsch gerettet. Deswegen spiele ich so gerne in der Wüste. So, können wir auch schon hier. Haben wir auch schon des Öfteren jetzt. Also ein paar Rezepte könnte ich noch finden. Da habe ich kein Problem mit. Okay. Nehmen wir das. Gaskanister bauen kann ich jetzt. Okay, hier ist Klee, das nehmen wir mal mit. Brauchen wir ja auch. Und heute ist Tag 7, ne? Ja, ihr werdet aber die Tag 7 heute nicht bei mir heute erleben, denn ich mache nach dieser Folge hier erstmal eine Pause. Naja, du wolltest nochmal zuschlagen, ich weiß. Dicker. Stalker. Heul nicht immer rum, weil den Kaktus sich sticht. So, da unten ist die Höhle. Natürlich keine Fackel mit, ne? Ist doof. Ah, okay. Ah. Das war ein Indianer. Kiste. Wer ist jetzt tatsächlich nicht drin? Okay. Na gut, dann war das ja jetzt nicht sehr erfolgreich.
brauchen wir denn noch? Wir können damit Lehm sammeln. Ne? Den Sand. Sand ist auch gut. Okay, machen wir das Lagerfeuer wieder aus. Weil das sollte das machen. Ja, ist schon cool. Mach weiter. Machen wir mal eine Runde. Wir waren ja hier unten noch gar nicht, also da gehen wir jetzt mal hin. Zu Hause einbarrikadieren, das kann ja jeder. Und noch haben wir ein bisschen Zeit. Und solange wir Zeit haben, werden wir uns auch hier nicht verstecken. Wir haben noch genug Zeit in der Bude da zu verbringen. Oh, ein Hühnchen. Das hat sich selbst erhängt, links. Okay, jetzt habe ich natürlich das Messer nicht mitgenommen, ne? Na gut. Da ist eine Stadt. Die Stadt. Ja genau, die Stadt. Die kenne ich noch. Die Wohnwagensiedlung mehr oder weniger. Ja, vom Dedicated Server wäre ich jetzt schon wieder getroffen worden. Oh, jetzt rastest du aber aus, eh? Ja, ja. Ist der aber ausgerastet, der Kleine. Treffen. Alter Mensch. Ja,
Ja, ich weiß, das, was ich mache, ist eigentlich sinnlos, weil ich die Munition verballere. Aber macht einfach Spaß. Von daher. Was Spaß macht, macht man auch gern. Du hast ja gar keine Chance gegen mich. Ja. Hätten wir dich auch mal kalt gestellt. Da wir eh voll sind, würde ich sagen, wir gehen jetzt zurück. Denn ich bin voll. Ich kann hier eh nichts looten. Und ja. Okay, ich glaube, es lohnt sich jetzt wirklich langsam, aber sicher die Farm anzubauen, denn ich habe jetzt gerade Goldenrod hier gefunden. Da muss ich mich nicht nach Norden bewegen, da kann ich direkt hier craften. Goldenrod hier ist immer gut. Gut, dann ab nach Hause wieder. Feder natürlich unterwegs mitnehmen, wie immer. Einen oder anderen Stein, großen Stein nehme ich noch mit. Da hinten. Wir wissen alle, was da hinten ist. Das radioaktive Gebiet. Da werde ich nicht hinkommen können. Oder? Jetzt könnte es sogar bei mir im Haus liegen. In der Nähe. Gehen wir mal hin. Das ist doch überhaupt kein Platz. Ich laufe gerade an Dingen vorbei wie Rucksäcken. Okay. Hinter dem Berg. Wirklich neben der Straße, mehr oder weniger. Am Diner, okay. Da hinten ist das radioaktive Gebiet, oder? Sieht die Kiste nicht mehr. Die ist bestimmt im radioaktiven Gebiet geswappt. Schade.
Aber ich bin blind. Kann natürlich auch sein, dass sie hier eigentlich liegt und ich sehe sie nicht. Naja, gut. Was ich will, das hat schon. Ja, wie gesagt, also wo die Kiste jetzt ist, keine Ahnung. Also war zumindest hier hinten, in der Nähe des Dinos. Und ich sehe sie nicht mehr, ne? Die ist einfach mal weg. Na gut. Vielleicht finde ich hier noch schnell einen. Die wird irgendwo hinten im radioaktiven Gebiet liegen. Bin ich mir sicher. Und das ist typisch. Merken wir uns das mal. Kaputt. So, wir haben jetzt eine Überlänge, ne? Alles klar. Die endet auf jeden Fall, wenn wir zurückkommen. Dann sortiere ich schnell wieder aus und so weiter. Und dann beenden wir die Folge natürlich wieder ganz normal. Hier drunter ist auf jeden Fall Erz. Federn. Eier. Von Werkzeugen her sind wir schon ganz gut ausgestattet, muss man sagen. Hat man am Anfang meistens so nicht. So, wir haben noch 10 Punkte. Concoct Mixing könnten wir machen. Da können wir uns auf jeden Fall einen Betonmischer machen. Aber die 10 Punkte, die gebe ich mal für was anderes aus. Und zwar, wir haben hier Pistolen, Munition craften können wir dann. Wenn man ganz Missing auf 10 hat. Da haben wir schon auf 8. Lesser Tanning, da können wir Leder machen. Und damit auch die Lederrüstung. Die Eisen nicht, aber die Lederrüstung. Und dann geben wir noch ein paar Punkte in. Achso, habe ich nicht mehr, okay. Wir hatten ja nur 10 Punkte. Jetzt kann ich Leder herstellen. Und damit wiederum die Leder Scrap-Rüstung. Die natürlich deutlich mehr aushält.
Können wir zumindest mal Schultern und Handschuhe machen. Du wirst natürlich nicht zu heiß anziehen. Ja. Wenn wir uns zu heiß anziehen, ist es auch schlecht. Das ist halt der Nachteil hier in dem Biom. Nee, lass mal hier rein. Die sollen ja reinkommen. So. Okay. Machen wir so, genau. So, und in der nächsten Folge werden wir dieses Haus ein bisschen upgraden, bis dann 22 Uhr die Horde losgeht. Punkt 22 Uhr fängt nämlich die Horde an, so aus Erfahrung. Und das wäre natürlich schlecht. Wenn wir dann auch nichts haben, ja. So, das sieht schon ganz gut aus. Wir werden noch ein paar machen. So. Die werden wir vor der Tür hinstellen. Und die werden wir ums Haus bauen. So. Ja, das so als Vorinfo. Wir werden noch ein bisschen Holz reintun. Sieht gut aus. Nichtsdestotrotz, wir werden jetzt die Folge beenden. Ich muss hier raus. So, oder? Da kann die Workbench ja noch ein bisschen was machen. Wir brauchen neue Federn, neue Pfeile. Und haben damit wieder unsere Federn klein gemacht. So. Murky Water machen wir mal hier hin. Und Aktiv woanders. So, und dann hier die Gläser, das Essen. So, haben wir noch ein bisschen Aloe Vera. Und damit sind wir schon fast wieder am Ende, ne? Ja, ja, wir sind am Ende. Ich würde sagen, ich lege jetzt auf. Solltet ihr auch tun. Hier gibt es nichts mehr zu sehen. Nichts, nichts, aber auch gar nichts mehr zu sehen. Ich werde jetzt gleich jämmerlich vor einem schwarzen Bildschirm sitzen. Und hoffen, dass es weitergeht. Ja. Was ich noch machen werde mit euch ist mal gucken, wie die Ersatzteile sind für eine Shotgun. Okay, also ich habe nicht viel. Nicht viel.
sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Als wenn es so hingehört. So. Da hätten wir es doch schon gelöst. Freut mich auf jeden Fall, euch wieder zu sehen in der nächsten Folge. Und sieht doch schon mal nicht schlecht aus, was wir hier gemacht haben. Die Bauart ist etwas anders, als vielleicht die anderen tun. Und ein bisschen lustiger auch. Aber ich denke, das macht's aus. Ich werde hier quasi einen kleinen Raum bauen, der vorher noch gar nicht da war. Ich werde hier oben auf dem Dach auf jeden Fall noch eine Ausschau machen. Also hier vorne den, hier oben. Ne? Quasi da oben. Und ja, da würde ich mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet in der nächsten Folge. Tschüssi.